Wie haben Sie denn den Tag vor 75 Jahren erlebt? Welche Erinnerungen haben Sie daran noch? An den Tag selbst kann ich mich nicht erinnern, aber an die Nacht, als der Angriff stattfand, da kann ich mich noch an viele Einzelheiten erinnern. Das war der zweite große Angriff gewesen. Der erste war in der Nacht vom 9. auf 10. August 1943, bei dem mein Elternhaus abgebrannt ist. Und knapp 4 Wochen später erfolgte dann der zweite Großangriff mit noch mehr Flugzeugen als beim ersten. Vom ersten Angriff her noch geschockt gewesen. Und meine Mutter mit den Geschwistern und den Großeltern, die sind deshalb nicht in den Keller dieses Mal, sondern sind zum Bunker gegangen, während mein Vater, unser Mieter und ich im Keller geblieben sind. Wir haben uns dort vor den Durchbruch gesetzt zum Nachbarhaus und dann hörten wir wieder von Weitem das massive Dröhnen der Flugzeugmotoren. Laut englischer Berichterstattung waren es 546 viermotorische Bomber, die das Zielgebiet überflogen haben und ihre Bomben abgeladen haben. Das habe ich aber nachträglich erfahren. Was ich erlebt habe, war dann, dass dieses Dröhnen der Motoren immer stärker wurde. Das hat den ganzen Kellerraum ausgefüllt, sodass ich gemeint habe, es drückt mich in den Boden rein. Und dann hat schon die Flak salvenweise Sperrfeuer geschossen. Es waren krachende Explosionen, Detonationen. Und bald drauf die ersten dumpfen Einschläge der Bomben, mal weiter, mal näher. Und da hat sich der Boden gehoben und gesenkt und hat sich irgendwie verkrampft, habe ich also das Gefühl gehabt. Oder wie ein großer Bohrer in den Boden reingebohrt hat. Und der Dreck ist auf einem runtergefallen, das Licht war ausgegangen. Einer von den beiden Männern, Erwachsenen, hat eine Kerze angezündet. Da musste man die Hand drüber halten, weil durch die Bombenexplosion ist die Druckluft durchs Kellerfenster reingedrückt worden und der Sog hinter wieder zurück. Ja, und ich war wieder in panischer Angst. Ich habe mich zusammengekrümmt und habe versucht, das, was ich da konkret wahrnahm, nicht in mein Bewusstsein einziehen zu lassen, was aber nicht ganz geklappt hat. So eine Art Trennung von körperlichem und geistigem. Ja, und der Mund wurde immer trockener, die Augen haben gebrannt, es war dunkel, es gab ja kein elektrisches Licht da. Und als es dann, das weiß ich auch noch, langsam ruhig wurde, stolperten wir zu dritt die Kellertreppe hoch, gingen auf die Straße und was ich da sah, das werde ich auch nicht vergessen, hinter der gegenüberliegenden Häuserreihe stand der Dachstuhl der Christuskirche, wie so ein spitzer Scheiterhaufen, voll in Flammen, es hat geknistert. Und da bin ich um die Ecke rum, in die andere Straße und stand vielleicht von da bis zu den Häusern davor, vor dem Turm, von dem brennenden Turm und habe gewartet, bis der Wetterhahn oben runter fiel. Als er runterfiel, hat er das ganze brennende Gerüst mitgerissen, in den gemauerten Kirchturmkörper rein. Und dann hörte ich noch so einen musikalischen Klang, so boing. Und das war die letzte Glocke, die uns geblieben war. Die ist auch mit runtergerissen worden. Ja. Und hier ist auch in dem Bereich ein Flugzeug abgestürzt. Was haben Sie da gesehen? Also ich habe ein oder zwei Tage später wieder mich aufs Rad gesetzt und bin nach Rheingönheim gefahren. Und dort
wo früher vor dem Bahnhof Rheingönheim diese Verbindungsstraße von Kiefernstraße nach zur Gartenstadt lief. Als ich dort angekommen war, sah ich auf so einem Rübenacker ein Riesenrad liegen. Das war das Rad von dem Hauptfahrwerk von einem Bomber. Aber vom Bomber selbst, von dem Wrack, habe ich nichts mehr gesehen. Ich wollte das Rad aus der Nähe betrachten, ging da rein, aber da war die Sonne schon so stark, dass der Bodenfrost aufgeweicht war. Und meine einzigen paar Schuhe, die ich hatte, die waren voll mit dem lähmischen Boden, bin ich halt wieder zurück. Das habe ich von dem Bomber dann erlebt. Wie groß war die Zerstörung? Ist das überhaupt heutzutage vorstellbar? Wie kann man das in kurzen Worten beschreiben, wie hier alles zerstört war? Also beim ersten Großangriff in der Nacht vom 9. auf 10. Hat das Stadtteil Mundenheim, Rheingönheim, Gartenstadt, Maudach die Hauptlast zu tragen gehabt. Und mein Elternhaus damals auch abgebrannt. Da kam keine Feuerwehr, da mussten sie aus den Gärten, aus den Fässern mussten sie das Wasser, das zum Gießen da gesammelt worden war, mussten sie verwenden. Und als es leer war, wurden die Jauchegruben aufgemacht und wurden mit Jauche gelöscht. Und beim zweiten Großangriff, danach vom 5. auf 6., über den wir jetzt gerade sprechen, da war der Zielpunkt, habe ich nachträglich, ich habe Unterlagen darüber von den Engländern, ich habe das die ganze Zeit als Hobby weiter betrieben, stand am Schluss mit 152 ehemaligen Bomberbesatzungsmitgliedern aus England und aus USA und Kanada, Neuseeland, Rhodesien, stand ich in Verbindungen, viele kamen auch zu Besuch. Ja, da weiß ich, dass der Zielpunkt von dem zweiten Großangriff die Hauptpost am Paradeplatz in Mannheim war. Aber der Flakgürtel war so stark, dass die anfliegenden Bomberbesatzungsmitglieder der Bombenschütze vorher auf den Knopf gedrückt hat. Und dann ist das Feuer, das ursprünglich am Paradeplatz sich da ausgebreitet hatte, das ist immer weiter zurückgekrochen und die haben immer früher drauf gedrückt und so kam der Angriff langsam auch nach Ludwigshafen über das Stadtteil Süd, Luitpoldhafen, Kaiser-Wilhelm-Hafen. Ja, das waren so die Gebiete, die beim zweiten Mal. Am Ende des Krieges war die Innenstadt zu 80% kaputt. Aber wie? Herr Braun, warum sind Sie heute Abend da? Welche Bedeutung hat diese Gedenkveranstaltung für Sie am heutigen Abend? Das ist eine von vielen Erlebnissen im Krieg, die ich im Krieg gemacht habe. Und was ich da erlebt habe, lässt mich ja nicht los. Sonst hätte ich nicht die vielen Einzelheiten da im Gedächtnis noch. Ich bin vom Krieg geprägt. Ich wäre wahrscheinlich ohne Krieg ein anderer Mensch. Das Erlebte, das ist ständig in mir. Wenn ich irgend mit jemand spreche und dann fällt mir auf, ach Gott, was hast du eben wieder gesagt? Du hast wieder gesagt, mit dem ist kein Krieg zu gewinnen. Oder der sagt, komm auf, wir gehen los. Und dann sage ich automatisch, Führerbefehl, wir folgen. Lauter so ein Blödsinn. Nicht? Wichtigere Dinge sind nicht im Kopf drin. Aber der Mist, der ist drin, der geht nicht mehr raus. Der geht mit mir, wenn ich sterbe, geht der mit mir in den Tod.